Hallo, lieber Hungrige. Frozen Joghurt hatte ja schon vor Jahren seinen Siegeszug hierzulande und als Eis zubereitet, vor allem in Kombination mit Zitrusfrüchten, ist er gerade bei sonnigem Wetter eine köstliche Erfrischung. Wir können ihn mit oder ohne Eismaschine zubereiten und brauchen dafür Zitronen- oder Limettensaft, könnt ihr selbst auspressen, gibt's aber auch schon abgefüllt. Wir brauchen etwas zum Süßen, ich verwende Agavendicksaft, aber auch Reissirup, Honig oder Ahornsirup wären möglich. Wir brauchen natürlich unbedingt Joghurt, ich nehme den griechischen, es sollte schon ein bisschen Fett drin sein, aber ihr dürft auch eine andere Sorte verwenden. Wir brauchen Frischkäse, der wiederum kann gerne eine Light-Variante sein und Kondensmilch wird noch benötigt, und zwar die gezuckerte. Und los geht's! In eine Schüssel gießen wir zum Joghurt den Saft. In meinem Fall ist es Limettensaft, schmeckt mir noch einen Hauch besser. Wir geben den Frischkäse dazu, schütten die Kondensmilch mit hinein und ergänzen dann alles mit der Süße. Bei mir also, wie gesagt, Agavendicksaft. So, und nun wird alles gründlich miteinander verrührt. Könnt ihr mit einem einfachen Schneebesen machen oder eben mit dem Rührgerät, ganz wie ihr möchtet. Und das war's auch schon an vorbereitenden Handgriffen. Und nun greifen wir uns entweder ein gefriergeeignetes Gefäß oder in meinem Fall die Eismaschine und befüllen die nun mit der vorbereiteten Masse. Da gibt's ja auch einen maximalen Füllstand. Mal schauen. Ah, wissen wir, es kann noch rein. Dann den Deckel drauf und verschließen. Und die meisten Eismaschinen bieten ja ein Programm an für normale Eiscreme, Softeis oder Milchshakes zum Beispiel. Und wir könnten hier Softeis nehmen, müssten die Maschine dann so für 30 bis 35 Minuten laufen lassen oder eben Harteis und da reichen 20 bis 25 Minuten. Und dann schalten wir ein und lassen das Maschinchen sein konstruktives Werk tun. Wenn ihr keine Maschine habt, dann füllt die vorbereitete Masse, wie gesagt, in ein gefriergeeignetes Gefäß, lasst es für ca. eine Stunde im Tiefkühler und rührt alles zum Unterdrücken der Bildung von Eiskristallen ca. alle 15 bis 20 Minuten mal kräftig durch. So, nach 20 Minuten mache ich mal eine kurze Pause, schau mal nach. Naja, es tropft zwar nicht mehr vom Finger, ist aber trotzdem noch ein bisschen weich. Also gebe ich nochmal so 5 bis 7 Minuten drauf. Und nun hat es aber die gewünschte Konsistenz. Die sollte ja eher so zwischen dem normalen und Softeis liegen. Also so wie ihr es hier seht. Passt also. Und wir können diese leckere Erfrischung servieren. Reicht vielleicht noch ein paar Kekslein dazu. Sahne muss hier nicht unbedingt sein. Ein paar andere Früchte kommen vielleicht auch ganz gut. Je nach Geschmack. Auf alle Fälle und gerade für diese Jahreszeit ein richtig leckeres Eis. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber eine schicke Eistorte oder eher einen Brombeerkuchen zubereiten möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.